sind zwei Hände, ne? Ah, okay. Also für das Tanksmog, da werde ich immer dankbar sein. Na, komm. Viel brauchen wir denn noch? Okay, das hätten wir dann hier fertig. Ein bisschen Bär töten. Gehen wir mal ein bisschen Zeug verkaufen und den Flugpunkt holen. Können wir Sachen reparieren und ich liefere nur feinste Waren. Dann verkaufst du Taschen 8 für die Allianz. So. Damit hätten wir schon mal ein bisschen mehr Platz. Dann gucken wir mal, ob wir James Clarks finden. Was ist? Was? Mehr Arbeit? What the fuck? Mehr Arbeit? Okay. Damn. Oh. Dann gehen wir die Quest ab.
König, Freund. Das Licht segne euch. Seid vorsichtig. Für die Allianz. Perfekt, was haben wir hier? Wirbelwind. Oh. Nice. Das Licht sei mit euch. Das Licht segne euch. Ziehe den Ehrenfreund. Dann gehen wir den anderen Typen auch mal die Quest ab. Jetzt sind wir Level 9, ja. In Level noch, dann holen wir uns ein Reittier und dann können wir eigentlich auch schon weiter. Ehre dem König, Freund. Seid vorsichtig. Ziehe den Ehrenfreund. Das Licht segne euch. Das sind zwei Händler, na, das ist ein Händler. Für die Allianz. Seid vorsichtig. So. Dann wenn wir uns noch da hinten den kommen wir jetzt die andere Quest noch ab. Seid gegrüßt, seid vorsichtig. Siehe den Ehrenfreund. Das Licht segne euch. Braucht ihr etwas? Mögen eure Reisen sicher sein. Machen wir mal die Quest, ist mal noch fertig. So, jetzt brauchen wir noch die Beeren. Aber Frost. Jo. Einfach nur noch Beeren suchen. Okay. Gehen wir mal da unten. Da ist einer.
Wen brauche ich? Erfahrungspunkte. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Da ist noch einer. Das ist der letzte. Perfekt, dann können wir die Quest jetzt auch abgeben. Dann gehen wir erstmal die Quest ab. Vielleicht reicht das ja schon, um Level 10 zu werden. Brauchen wir ca. 2200. Bekommen wir hier 100. Und eine bessere Rüstung. Na gut, dann wollen wir mal. Ah, wir dürfen jetzt Menschen töten. Oh Gott. Holy fuck, Alter. Jesus Christ. Das war... So, dann erst mal kurz noch was.
Jesus Christ. Junge, Junge, Junge. Aber wenigstens sind wir jetzt Level 10 dann, wenn wir die beiden abgegeben haben. Das war aber schon knapp an beiden, an manchen Punkten hier gerade. Halleluja. So, wir sind in T-3 da. Das Licht sei mit euch. Das Licht segne euch. Oh Lord, was haben wir denn jetzt? Hinrichten, Schlachtruf, Stellenhafter Wurf. Okay. Will ich jetzt nicht wählen? Irgendein Addon wieder. Addons. Back on. Neuladen. Ja, wie gesagt, jetzt gehen wir in genau, Schutz. Lass mal weg, ja. Verwüsten direkter Angriff der körperlichen Schaden. Okay, ist das einfach. Okay. Fähigkeiten verwüsten und Rache lassen den Gegner bluten und verursachen zu sich im Laufe. Okay. Riposte, Riposte. Kritisches Blocken. Erhöht eure Blockchance um 4% und eure kritische Blockchance. Blockt doppelt so viel Schaden um 12%. Erhöht außerdem denn eure Angriffskraft. Okay, sehr gut. Ja, gehen wir noch. Gehen wir noch die andere Quest kurz ab und dann holen wir uns reiten. Aber erstmal müssen wir hier mal ein bisschen Platz machen. Das hat jetzt zwei Aufladen. Heldenhafter Sprung. Funktioniert das? Ah. Das ist sozusagen nicht sprinten, aber das nächstbeste. Schlacht erhöht eure Angriffskraft aller Gruppen und. Okay. Kampf hat eine ausbalancierte kritische Schriftchance eurer Fähigkeiten und erhöht und die davon. Okay. Ah, hinrichten. Okay, ja, das ist. Was kann ich für euch tun? Grüße. Ziehe den Ehren. Haben wir nicht mal genug dafür? Dann gehen wir noch die andere Quest ab und dann. Seid gegrüßt für die Allianz. Ziehe den Ehrenfreund. Perfekt. Ist auch besser.
Grün, grün. Brauche ich jemanden, der mir hier was... Ah ja, das ist der Typ wieder. Schönen guten Tag. Zack, zack. Mögen eure Reisen sicher. Können wir immer noch nicht reiten lernen. Was auch okay ist. Gut dann. Braucht ihr etwas? Schönen Tag. Kriegen wir erstmal dahin. Ja. Jedenfalls sind wir jetzt einen Schutzkrieger. Genau, wollten wir nochmal die Talente gucken. Was haben wir denn hier? Kampfhaltung. Kriegsmaschine wird eure automatischen Angriffe erzeugen. Mehr Wut tötet das NSC, zeugt sofort 5. Eure Bewegungsgeschwindigkeit war okay. Doktor, maximale Gesundheit aller Gruppe. Okay. Anschreiten. Läuft mit hoher Geschwindigkeit auf ein verbündetes Ziel zu. Fängt dabei. Okay, brauchen wir nicht. Reparatur kaputt werden zum Berserker. Das ist aber. Ich gehe tatsächlich erstmal in die Richtung. Mal hier. Zähne zusammenbeißen. Zwingt den Schmerz und ignoriert das. So 50% erlittene Schaden bis zum Gesamt. Oh! Ja, das klingt doch erstmal schon mal positiv, ne? Ja. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder von Let's Play Hardcore. Nee, keine Ahnung, wie die Serie heißt. Werden wir dann. Ihr werdet es ja lesen. Also, ich habe noch keine Ahnung, wie die heißt. Bis dann, tschüss und auf Wiedersehen.